Mahlzeit, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren süßen kleinen Runde Planet Coaster. Klick einmal aufs Handy zum Timer starten. Wunderbar, wir starten durch. Heute habe ich drei Baustellen mit euch vor, die wir angehen. Ich überlege kurz, mit welcher wir starten. Ich denke, wir starten mit der hier hinten. Also ich habe euch ja gesagt in der letzten Episode, das Lückenschließungsprogramm mache ich offscreen, also die ganzen Dinger. Ich habe heute sogar noch ein paar kleinere, also eben gerade noch ein paar Lücken reingerissen, denn ich möchte die Bahn heute wenigstens anschließen, die ich natürlich ein bisschen verändert habe nochmal. Der Weg, der vorher hier oben durchging, der geht jetzt hier unten durch den Tunnel, weil die Bahn leider ein wenig Schwung hatte. Die hat hier vorne immer einen kleinen Hänger gehabt, wo sie hier oben rüber sollte. Gut, so funktioniert sie nun und deswegen werden wir sie jetzt auch anschließen. Ich mache mir mal ganz kurz hier vorne eine Wand hin. Eigentlich erstmal egal welche. Ich musste nur wenigstens an den Torbogen brauche ich. Diese hier nehmen wir mal kurz. So. Da möchte ich nämlich durch. Mit dem Weg. Oder zumindest sogar mit der ganzen Eintrittskartenkiste hier. Ach, das gibt's nicht. Ich drück da schon wieder drauf. Ist ja der Wahnsinn. Nochmal weg. Ja, von wegen drei Baustellen, während ich mich jetzt schon wieder anstelle wie ein Idiot. Und hier schon wieder ewig dran brauche. Ja. So, und da schließen wir jetzt irgendwie auch, wie auch immer, den Weg an. Passt eigentlich super hier vorne. Ich verstehe nicht, warum das hier so ein Terz macht. Ach, geht doch. Dankeschön. Und jetzt müssen wir das Ding nur noch hier rankriegen. Da hatten wir diesen hier. Geht doch. So, Ausgang. Oh, nochmal das gleiche Spiel. Aber der dürfte ja nicht so kompliziert sein, denke ich. Den machen wir auch so. Einmal dann mit der Treppe. Und dann geht's hier einmal, machen wir wieder das Anglais-Snap. Zack. Hier rum. So. Und so. Und das war Blödsinn. Dann müssen wir den Schnapp wieder rausnehmen. Da war's. Sind wir dran? Oh. Sind die jetzt verbunden hier? Nee. Hä? Was? Jetzt. Jetzt sind wir dran. Ja. Hallo Julia. So, machen wir direkt einfach mal auf das Ding, denn ich möchte, dass da schon ein paar Leute durchlatschen. Das sieht nämlich viel besser aus. So. Meine Fresse, wie viel haben wir jetzt da dran verschenkt? 10 Minuten? Ja, 10 Minuten, nur an Wege bauen. Huhu! Gut, gleich zu Baustelle Nummer 2. Die befindet sich nämlich im Labyrinth, das habt ihr wohl schon gesehen. Habe ich fertig gebastelt. Denn ich möchte hier eine kleine, eine Hexenanstalt basteln. Ich habe da schon ein paar lustige kleine Sachen gesehen. Die werden wir hier vorne zimmern. Auch wenn die Farbe von der Hecke nicht ganz passt, aber ich fand das ganz süß, denn möchte ich euch das erste nämlich erst gleich mal zeigen. Da ist er. Das passt sogar hier zusammen. Den möchte ich nämlich hierher bauen. Der kommt eigentlich egal. Hauptsache er steht ziemlich in der Mitte. Da kommt nämlich unser Hexenhaus oben drauf. Das ein bisschen in die Richtung soll. So. Und ein bisschen weiter runter. Es schwebt noch so ein bisschen. Ja, das ist unser Hexenhaus. Und ihr seht gleich, wir haben so ein paar Hexenbewohner. Hier vorne sind die beiden. Ups, süßen schon. Wishing Tree. Ui. Ach, einen freundlichen Baum gibt's auch. Der hat aber nichts zu verlieren. Der hat hier nichts verloren. Wir möchten diesen hier. Ne, ich glaube, ich nehme lieber diesen hier. Den stellen wir hier hinten in die Ecke. Ja. Ja, ich sage ja, die Hecke müsste eine andere Farbe haben.
weil das sieht ein bisschen sehr nach Friede, Freude, Eierkuchen und hier Hexenchaos. So, und dann hab das alles schon im Kopf. Hier, den suchen wir nämlich auch noch. Der kommt hier vor. Und dann will ich noch ein paar tote Bäume hier haben. Und das Highlight gleich, pass auf, das Highlight, glaub, kommt gleich. Und man hört sogar die Krähen, habt ihr das gehört? Ein kleines Lagerfeuer hier vorne. Und dann die beiden Hexendamen, wo sind sie? Da, einmal die kleine Dicke hier. Die braut was Schönes für uns. Die sind natürlich auch animiert. Wenn ich die Pause rausnehme, seht ihr das. Piu. Haha. Tada. So. Und die Dame, die könnte hier im Hexenhaus rumfliegen. Ich muss mal. Ich weiß gar nicht, ob die sich auch. Ob die animiert ist. Ich muss mal kurz gucken. Glaub nicht. Das Ding sieht so aus, als ob sie sich dreht, aber. Naja, gut. Sie soll hier vorne beim Haus ein bisschen rumfliegen. Deshalb werde ich versuchen, hier diesen Klumpen mal in der Badewanne zu verstecken. So, da fliegt sie. Kann man die Farbe eigentlich verändern von dem Stahl hier? Weil so ist der doch. Oh, ich kann nicht gar nicht mal anklicken. Na gut, erst mal egal. Ich möchte hier vorne einmal. Ich suche direkt einfach mal danach. Den Schlafenden. Da ist er. Das ist nämlich das Haustier von den Hexen, wie jeder weiß. Und das kleine süße Tierchen schläft hier vorne. Natürlich nicht auf nacktem Boden. Da hängt ein Busch im Weg, aber das ist egal. So, ich mache nochmal die Pause rein. Ach so, hier, das ist auch super. Da. Ein Riesenhaufen Scheiße vom Drachen. Der hat hier hinten sein kleines AA-Häufchen gemacht. Machen wir dann noch ein bisschen hübscher gleich. Also hier vorne machen wir jetzt ein bisschen hübscher. Denn ich möchte, dass er ein Nest bekommt. Und das bauen wir mit. Erstmal können wir hier noch so ein paar tote Bäume. Das passt ganz gut, glaube ich. Weil, ach so, das können wir auch gleich machen. Der Drache ist hier ein bisschen enraged gegangen. Er hat hier die ganzen Boden verbrannt. Deswegen ist das hier alles schwarz. So, weil Drachen mögen es ja ein bisschen warm am Pöppel. Und deswegen hier alles schwarz. Bis hier vorne her. Und genau wie bei den Hexen hier hinten. Die haben das alles verseucht wegen übler Hexerei. Den ganzen Boden schwarz gemacht hier und alles verseucht und Öl und Ekel. Das machen wir ruhig. Ich glaube, das machen wir dann lieber hier genau bis ran und werden dann hier vorne auch mal diesen wunderschönen grünen Baum eher zu einem toten Baum gleich mal wechseln. Das ist noch nicht schwarz genug. Mehr schwarz. So, jawohl. Alles tot. So, und jetzt werden wir dann nämlich ein bisschen. Wo ist denn das tote Gehölz? Da haben wir, genau. Das ist nämlich unser Baustein für die, nee, für, nicht für die, sondern für das Nest. Wir werden einfach mal hier in der Ecke starten, obwohl hier vorne dieses komische etwas auch schon nicht schlecht rüberkommt, denke ich. So halb verbunden oben an den. An das Hexenhaus. Das darf hier ruhig ein bisschen rausschielen, weil das soll nämlich auch noch ein bisschen verkleidet werden hier vorne. So. Dann machen wir hier weiter. Und werden das jetzt quasi einmal rummachen. Und
Und hier machen wir das auch noch mal mit dem. Können wir den einfach mal drehen? Oder zur Seite? So? So machen wir das. Ja, das sieht gut aus. So, das machen wir auf dieser Seite auch. Hier vorne passt das gerade so schön in die Ecke. Da möchte ich auch eine reinschieben hier. So. Zack. Ich glaube, hier vorne möchte ich lieber auflassen, aber ein Teil schmeißen wir dann noch auf die Seite hier. Ein bisschen zu nah, ne? Wir möchten ihm ja nicht zu nahe treten, dem kleinen Drachen. So. Und dann machen wir das alles nochmal. Also ein so ein richtig großer toter Baum wäre da nicht schlecht. Ich glaube, vielleicht nehmen wir nochmal den vom Hexenhaus. Ja. Der gefällt mir. Den setzen wir hier hinten hin in die Ecke. Ah. Warte mal, können wir gleich so hinsetzen. Ja. Wunderschön. So, hier vorne fehlt auch noch was. Und hier dieser grüne Baum muss auch weg hier. Das ist hier Totengeschichte. Also bitte entfernen Sie sich. Ich möchte noch mal kurz ein paar Steine hier ersetzen, damit das hier abgeschlossen wird. Denn das ist hier vorne nämlich die Gruselecke. Da hat hier nichts mit Grün oder sonst irgendwelchen lustigen Sachen. Ach so, das Ding schwebt übrigens. Wie so vieles in meinem kleinen süßen Park. Aber das machen wir später. So, ich möchte auch hier, glaube ich, noch so eine kleine Steinwand. Hier vorne lang. So, wo ist denn dieser längliche Riesenstein? Habe ich jetzt zwei gebaut? Ja, nee, habe ich nicht. Der hier? Ja. Das müsste so ungefähr in diese Ecke hier reinpassen. So. Ja. Und warte mal, hier möchte ich sowas wie einen Zaun haben. Ich meine doch, es gab Zäune. War das bei Building? Klar. Das waren Mauern. Ich meine, es gab doch richtige Zäune, oder was? Bin gerade selber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind hier noch eine Menge tote Bäume. Die können wir hier noch alle so ein bisschen hinklatschen. Aber den haben wir schon. Ja, die hier, diesen, den legen wir hier einfach hin. Na gut, das ist jetzt erstmal später auch machbar. Deswegen, ich könnte schwören, dass wir richtige Zäune irgendwo hätten. Nicht einfach nur Wände, die wir setzen können. Oder ich erinnere mich gerade an Rollercoaster Tycoon. Da gibt es nämlich zumindest ein paar vernünftige. Also hier kann ich jetzt nur eine Steinwand setzen. Ich hätte gern so einen Gitterzaun, der das hier vorne einschließt. Habe ich das schon mal gesehen? Mensch, ich weiß es echt nicht. Hier ist eine fast. Nee, aber. Da haben wir, das ist ein Fallgitter, glaube ich. Sowas. Wenn das nicht so glänzen würde, kann man die Farbe ändern in dem Ding? Nee. Aber das wäre schon mal nah dran. Hier haben wir noch sowas mit Stein, aber das passt ja auch nicht wirklich ran. Das sind Fackeln. Hier haben wir ein Geländer. Das ist nur so ein Framework. Und das hier? Einfach nur irgendein Holzdingens. Ich glaube, dann nehmen wir diese Stachelteile da und versenken die einfach so ein bisschen im Boden. Sieht nicht wirklich gruselig aus, aber schade eigentlich. Hier gibt es das sogar noch mit Spitzen, oder was ist das? Nee.
Oder machen wir doch eine Wand? Ach, verdammt. Ja, ich glaube, wir nehmen lieber diese hier. Ja, komm, wir nehmen jetzt diese. Die stelle ich mir mal so. Die richten wir gleich aus. Einfach auf Done klicken, dann auf X und jetzt werden wir so ein bisschen drehen. Millimeter höher vielleicht. So. Noch ein bisschen drehen. Na, entweder sind wir da oder da gerade. Ich kann es gerade nicht beiden recht tun. Hier vorne sind wir nämlich leider ein bisschen abseits der Spur. Aber der Rest passt ganz gut. So, ich mache es so und werde die Tür hier vorne wegnehmen. Zack. Und dann sieht das aus, als ob wir da uns angeschlossen haben. Gut, dann nehmen wir halt den Zaun. So, also, ich möchte, ja gut, wir haben hier noch ein bisschen mehr an totes Gehölz, hätte ich hier immer noch gerne. Und danach werden wir das alles noch ein bisschen auffrischen mit ein paar, Büschen und Sträuchern. Ja, so ein bisschen hier oben noch auf diese. Ach, nee, habe ich genau die gleichen da schon hingesetzt. Hier einfach noch diesen. Haben wir denn nicht drei von gehabt? Passt das so? Ja. Ja. Wunderschön. Vielleicht müssen wir auf diese Seite auch noch ein bisschen von den. Da waren sie. Die hätte ich hier gerne noch ein bisschen in dieser Ecke. So. Und am liebsten hätte ich das auch so, das zeige ich euch mal kurz. Upsa. Dass wir quasi die Hecke hier so ein bisschen auffrischen mit. Und erstmal, um das hier vorne, diesen Stahlweg, dieses Dings da zu verstecken, mache ich erstmal hier noch ein bisschen was ran. Und. Ups. Hier hätte ich gerne, dass wir die Hecke ein bisschen. Mit den Dornen spicken. Gucken, ob wir das so ein bisschen hinkriegen, dass das nämlich so aussieht, als ob da noch so ein bisschen an Dornen rausgucken würde. So, und dann machen wir hier noch ein Stück zwischen. So. Ja. Genau so dachte ich mir das. Und das machen wir dann. Einmal hier rum, aber das mache ich vielleicht erstmal wieder offscreen, sonst hängen wir wieder heute hinterher. Also einmal hier zumindest um das Hexenhaus. Und das Hexenhaus braucht auch noch einen schwarzen Untergrund hier unten. So. So, und dann werden wir hier gerade überlegen, ob wir vielleicht hier auch noch eine Wand langziehen. Einmal kurz schauen, wie es aussieht. Building, dann nehmen wir auch die gleichen wieder. Und werden uns dann einfach erstmal. Nee, ich möchte das nach außen haben. So. Zack. Ups, das war schon wieder falsch. Noch eine. Na, du da weg, bitte. Nicht? Hey, hallo. Danke. So. Dann werden wir das hier nochmal einpassen. Na, ist doch zu kurz. Nochmal einen länger. Die verschwinden dann eh in der Hecke da vorne, also nicht zu wild. So, ein bisschen ausrichten.
Eigentlich müsste das hier genau passen, aber irgendwie sind wir da so leicht ein bisschen. So müsste das sein. Machen wir es so. Yep. Zack. Gut. Damit die hier nicht den schlafenden Drachen wecken, das wäre noch schöner. So, also noch ein bisschen Grünkram. Dieses und Büsche. Da hätte ich nämlich gerne dieses da Eisenwood. Das sieht nämlich ziemlich, ich hätte vielleicht abgefuckt gesagt. Auf jeden Fall passt es ganz gut hier rein, finde ich. So, haben wir eigentlich noch was Dunkleres als das? Nee, da ist zu viel Farbe dran. Das hier sieht gut aus. Das sieht komplett tot aus. Da werden wir hier die Ecken und die Büsche hier oben ein bisschen ausstaffieren. Machen wir auch hier drüben. Hier die Ecke. So. Wunderschön. Hier müssten wir noch irgendwas hinhaben. Ach so, hier könnten wir einfach. Das ist unser Showobjekt hier. Da. Dragon Poo. Wunderschön. Ein bisschen Kot hat noch keinem geschadet. Haben wir eigentlich auch Ranken, die irgendwie ein bisschen tot aussehen? Nee, wa? Sieht alles so. Oh Gott, Gott, mal viel zu schön. Viel zu schön. Und das Sumpfzeug hier, das passt aber nicht ins Setting, nee. Nee, da bleiben wir bei Ironwood und bei dem Kreosete. Nee, nicht die Kreosete. Welcher war denn das? Large Green? Doch, er war das hier. Der hat so noch ein bisschen was dran an einem Blümchen. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Das ist sowieso hier gedüngt, deswegen wächst hier auch ein bisschen was an grünes Zeug. Deswegen. Und nur deswegen. So, Ironwood. Hier, da ist ein schöner Busch hier noch ran. Wunderschön. So, hier möchte ich noch ein bisschen von dem toten Gehölz haben. Ruhig als Lückenfüller hier hinten. Und hier oben eigentlich, ja. Da, nee, warte mal, da möchte ich noch ein bisschen an diesen. Kann ich mir auch kopieren. Ah, nee, das ist so, ne? Diese hier möchte ich. Nein. Diese hier. Nein. Diese. Ja. Die möchte ich hier noch eine hinhaben. Die möchte ich da noch eine. Davon möchte ich hier noch eine bitte hinhaben. So. Ja. Besser. Gut. So, und dann einzige noch, das einzige, was ich dann noch haben möchte, wäre so ein bisschen Dekokram und ein paar Beleuchtungsfackeln. Da waren Fackeln, die waren wirklich, die sahen auch wirklich aus wie Fackeln. Ach so, und warte mal. Das ist lustig, das dachte ich, könnte man hier oben drauf setzen, aber das wird, glaube ich, nicht passen, oder? Wenn der da oben Wache schiebt. Nee, leider. Ein bisschen zu schmal. Aber gut, das war nur Spielerei. Das habe ich mich vorhin gesehen, wo ich hier durchgeblättert habe. So, ja, wo ist denn. Also hier, bekomm erstmal noch ein paar Töppe hier. Weil die sind ja am Kochen und am Machen. Nur, wo sind meine Fackeln? Die möchte ich nämlich hierher haben. So. Ups, jetzt habe ich zwei gebaut. Und eine hierher. Und dann eine nach drüben. Oder ein paar nach drüben.
So. Zack, und dann noch eine hierher. So. Damit es ja erst ein bisschen beleuchtet ist. Oh, man hört ihn sogar. Oh. So, machen die Hexen. Die chillen sich hier auch durch die Gegend. Hier müssen wir viel mehr Wurzeln verbauen, aber das mache ich nicht offscreen. So, dann kommen wir noch zu Bauprojekt Nummer 3. Das wäre dann hier hinten. Da habe ich einen kleinen Farming Simulator 2017 gemastelt. Nein, eine kleine Farm sollte das sein und das fehlt einer Farm. Natürlich brauchen wir dafür auch eine Windmühle. Die möchte ich hier oben auf diesen Berg setzen. Ich habe mir da schon ein, zwei Gedanken gemacht. Als erstes machen wir das in diesen alten Bricks hier. Und die möchte ich auch nicht hoch machen, so wie diese hier. Möchte ich ein bisschen schmaler machen. So ungefähr. Ich setze erstmal nur grob. Also erstmal nach innen. Du bist dann schon falsch. Ja, so. Weiß nicht, wie breit das sein soll. Ich glaube, so reicht. So, das ist erstmal das Anbaugebäude, oder das angebaute Gebäude an der Windmühle. Und hier kommt dann mit einem Abstand nach außen das erste Geschoss von der Mühle. Und dann gleich das obere ein bisschen versetzt. Und dann noch ein oben drauf, denke ich. So. Ist mir irgendwie. Die Idee ist mir übrigens gekommen, wo ich da nämlich Windräder gesehen habe, hier unten in dem Menü. Und da dachte ich, cool, das passt hier schön zu der Scheune. Zu de den Scheunen. So, und dann werden wir natürlich noch ein hübsches Dach drauf setzen. Und da werden wir auch diese Reetdächer nehmen, zumindest. Bei der Scheune hier unten. Nein, du schmeißt mich nicht immer aus dem Menü raus. Dankeschön. So, dann müssen wir erstmal anpassen hier. Das ist schon mal falsch. Wir müssen das Grid mal ein bisschen verkleinern. Was heißt denn das eigentlich hier? Achso, das ist. Also es muss auf jeden Fall überstehen. Aber nur so wenig. Ich hätte mal fast gesagt so, aber da sind wir ja echt ein bisschen sehr tief. Was ist denn das hier noch für Zeug? Einfach nur kleinere oder was? Nee, wir nehmen die großen. Ja, dann machen wir es halt so. Und wie es ausschaut, werden wir die auch ein bisschen ineinander setzen, denn ihr seht, dass da vorne diese Ecken rund sind. Und ich möchte gerne eine gerade Fläche haben. So. Und auf dieser Seite das gleiche. Zack. So, wunderschön. So, natürlich noch eine Spitze drauf. Da nehmen wir, denke ich, die, die am besten passt. Erstmal gucken. Das passt sogar ganz gut. Das war ein bisschen zu nah aneinander anscheinend. Direkt ineinander versenkt. So, und dann machen wir das natürlich hier vorne zu. Da haben wir hoffentlich eine passende Spitze. Sowas. Ja. Ups. Ein bisschen duster ist es, aber so, und dann müssen wir hier, denke ich, so eine Schnee, diese hier. So, ist zu. Ich mache mal kurz Spurt rein hier, weil wir sehen überhaupt nichts. Aber ich denke, wir haben das zugemacht.
Ja, Türen und Fenster kommen natürlich wieder dran, aber erst mal später. Ich warte mal ganz kurz, bis es hell ist wieder. Man sieht nämlich gar nichts. Oh, guck mal, da sieht man schon diese Fackeleien. Rennen da eigentlich auch schon welche durch jetzt? Oh ja, guck mal. Nee, das war unser Hausmeister, da wäre auch immer. Da rennen welche, aber die rennen in die falsche Richtung. Möchte da keiner rein? Da hinten ist eine Bahn. Nö, hier ist noch keine Sau. Ist das denen zu kompliziert durchs Labyrinth damit? Hm. Das ist ja bald schade. So viel Mühe gegeben hier mit dem Kram. Ihr müsst doch hier nur im Kreis. Na gut, wir machen jetzt noch die Windmühle fertig. Und dann ist auch gut. Wand, da oben machen wir ein Spitzdach drauf. Da, dieses. So, auf diese Seite das gleiche. Da möchte ich, glaube ich, aber kein Reetdach drauf haben. Da möchte ich ein festes Dach. Am besten das rote wäre schon nicht schlecht hier. Ja. Zack. Zack. Wunderschön. So. Natürlich muss ich jetzt erstmal, warte mal, war das bei Szenerie? Ich glaube, wenn ich hier Wind eingebe, da haben wir es, Windmill. Einmal klick hier drauf und dann werden wir das exakt. Eine Windmühle. Wunderschön. Sieht noch ein bisschen aus wie Karre Mist, aber das kennt ihr ja langsam bei mir. Aber dann haben wir doch ein bisschen was geschafft in dieser Episode. Ich bin ein bisschen traurig, dass hier keine Sau reinlatscht. Warum ein? Da kommen welche. Interessieren die sich einfach nicht dafür? Vielleicht müssen wir hier irgendwo noch ein paar Läden, hier auf dem Jahrmarkt hier vielleicht auch ein paar Läden dran setzen. Irgendwas, dass das ein bisschen herzieht, als hier hinten nur unsere kleine Bahn. Ist die überhaupt an? Die ist an, ja. Naja, schauen wir mal. Dazu mehr in der nächsten Episode. Ich danke euch wieder einmal vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.